Gehen wir Krakenslayer? Nee, nee, wir gehen schon Sheeper, oder? Oder sollen wir Krakenslayer gehen? Nee, ich glaube Krakenslayer nehmen wir als Useless. Ja, das ist Afro-Boy, genau. Also wir haben einen relativ guten Jungler, das ist, also das Game ist absolut gewonnen already. Wieso bin ich so viel schneller als sie? Das ist absolut crazy. What? Das ist nicht gut hier, ne? Ja. Wer zum Fick ist Argo? In der Level of the Shock, mate. Michael, danke dir für den Sub. Ich glaube, ich muss nicht basen, aber. Was machen wir hier? Okay. Wir gehen absolut deep. Ich gehe wieder mit dem End. Das ist absolut der End, I'm sorry. Lol, die wusste sogar, dass wir da reingehen. Ich glaube, hier ist Ingo und Worn. Wie viel kostet das? 50 Mal, das ist nicht so viel. Ich glaube, wir lassen gleich aber mit Q, ne? Aua. Ich weiß nicht, ob hier E-Skin besser wäre. Beides ist schon verachtet, ich brauche das nicht. Die Lane ist sehr viel chilliger als erwartet. Finde ich. Ich habe ein bisschen schlimmer als erwartet. Die hat auch mega viel Respekt vor mir, was echt nice ist. Ich glaube, ja, auf Level 6 klickt sie auf jeden Fall. Da kann ich sie einfach anflashen. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist eigentlich unsere Hoffnung gewesen. Wir probieren das mal aus mit dem W-Healing. Das ist wirklich irgendwie also mega funny. Einfach mal kurz in Lane nach hinten gehen und hochhealen. Oh, das war bad. E-Max? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die Outtakes tun langsam richtig weh. Wieder weg. Gib mir kurz eine Sekunde. Ich will, dass sie... Das ist halt, das ist, kann nicht funktionieren, wenn sie Faces hat. No? Afro-Boy, Junge! Geh Shiro. Ja, ne? Farm doch einfach ein bisschen. Oh.
Aua, ich mach's nie wieder. Es tut mir leid. Sterbe ich jetzt für den Ken? Ja. Fuck. Leute, dieses Match ist fucking rough. Oh mein Gott. Wir dürfen nie reinkeyen, das haben wir gerade gelernt. Ja, also maybe jetzt heroic gewastet. Ich glaube, jetzt haben wir eine kleine Option. Jetzt haben wir eine kleine Option, glaube ich. Schade, keine E gehabt. Also jetzt gehen wir auf jeden Fall rein. Sie hat aber, also das Gute ist, dass wir Flash gesaved haben. Jetzt können wir maybe unflashen. Aber okay, wir müssen eine Sache vorher machen, aber. Die muss irgendwie ihr Facewash rauskriegen. Kannst du mich angreifen? Bitte? Es wird niemals funktionieren, wenn sie Facewash hat, ne? Jetzt. Natürlich ist er genau da! Mann! Die Welle ist gestorben! Ach, fuck, Alter! Der ist einfach im schlechtesten Moment da! Glaubt ihr, die Orianna war so schlau und hat ihr Facewash gewastet? Weil der Nautilus hinten dran war? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach nur Luck. Also wenn die das predicted hat. Ja gut. Also ich glaube, das war unser einziges Fenster für ein All-In, das wir haben in diesem kompletten Game. Jetzt müssen wir hoffen, dass sie Fehler macht. Also, richtige Fehler. Jetzt müssen wir richtig harte Fehler hoffen. Geht doch denn dahin? Oh, der ist schon tot, ne? Ich hatte TP. Wir werden gerade Mitte gesund, aber ich gebe doch keinen Shit. Ich finde mir einen Job. Ich hoffe, die killen den nicht, bevor ich da bin. Nehmen wir jetzt okay, it's okay. Wir haben Crossmappen. Und wir haben Fizzle Tower. Das werde ich nicht hinkriegen. Aber maybe. Ja. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass er Ult hat. Und dass ich einfach ranlaufen kann. Meh. Ich glaube, wir hätten einfach Echo picken.
Oh mein Gott. Wir hätten einfach Echo picken sollen. Kann man da hin tippen, ohne zu sterben? Nee, ne? Die Uri hat auch die Zeit ihres Lebens. Mit den Waves. Hallo? Warum schickt er mich hier links lang? Worth. Ich habe eine 700 Gold Schatten bekommen. Es gab ja, wie sich jetzt die Oriana fühlt. Oh! Lohnt es sich für den Turret zu ulten, um mehr Platten zu kriegen? Ich meine, wir haben. Ich glaube, wir hätten sonst nur eine bekommen, ne? Also, ich glaube, das war's. Oh, der Dread auch schnell geklaut, nice. Okay. Alright, Thresh, let's go. Weiter geht's. Ori Shockwave, ziemlich insane. Das macht aber leider nichts, das ist kein Follow-up. Okay, der hat keine Ult. Ich habe seine Ult gebaitet. Der hat das so easy fighten können, by the way. Also richtig, richtig easy. Wenn der GP da nicht rausgeht. Mann, sind die low. Das Game sieht absolut free aus, oder? So ein Gefühl, ja. Ich hab das absolut gewonnen. Please kill him, someone! Ich kann, also wir können das nicht. Wir können das nicht. Boah, sieht echt nicht schlecht aus da noch, ne? Ah. Huh. But I think it's fine. Das Spiel ist so gefeedet. Ich meine, wir können nicht, oder?
Ich hätte auch Magius liegen können, by the way. Fuck. Ich hätte super easy einfach auch Magius liegen können. Oh no. Nee, das ist auch noch tot. Let's go! Hat der keine E mehr? Ich glaube, da muss er. Oh, er hat Ulti bekommen. Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich sie killen kann alleine. Einen noch! Bitte Riot kill! Ah! Macht der jetzt schon wieder was? Aber ich hab, also mechanisch hätte ich das nicht besser spielen können, oder? Oder hätte ich da irgendwie noch einen Attack raussnacken können? Ich glaube nicht. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr warten können auf die Q. Der will reset. Ne, ich hab den habe ich gemacht, also am Anfang. Ich glaube, der ist auch gut rausgekommen. Na, jetzt bin ich tot. Ich könnte ulten. Oder flippen wir es lieber? Ich bin nicht tot. Okay, let's go. Ganz ehrlich, ich glaube, ich soll es probieren. Sollte ich es probieren? Ah, ich sollte es nicht probieren. Ich soll es nicht probieren. Sie wäre dann auch auf Revenge gewesen. Ich meine, also vielleicht hätte ich so ein bisschen warten können noch. Das ist, was ich meinte. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen, oder? Oh, doch, actually. Wait, Afroboy! Ja, wir sollten für die Uhr gehen. Du kannst mich nicht slowen! Wo ist sie? Lee? Nicht Lee. Alter, ich bin actually so gut auf die. Das Game jetzt gewonnen? Ist das Game jetzt gewonnen? Wo hat der Lee das Gold Health bekommen? Der hat ja nicht einmal den Golems gesmited. Boah, Leute, ich bin so tot, ne? Ich glaube, der Turret war fein, aber ich glaube, die Wave hier zu nehmen. Nevermind, den Abfluss geht mit. Let's go. Shut down. Was kaufe ich mir alles, Guys? Rage Blade und Sterax? Nee, das geht nicht mal. Rage Blade und? Das hier? Wait. Wit's End. Ihr wollt, dass ich Wit's End gehe? Ich habe das Gefühl, ich sollte die Uri einfach nur outplayen. Null Magic Pieces kaufen und einfach nur outplayen. Ob, haben sie schon Ultimates? Fuck. Ich weiß nicht, ob das richtig war, wie ich das gespielt habe. Alter, der Lee. No.
Ja, Leute, ich hätte mehr kaufen sollen. Ich hätte mehr kaufen sollen. Ups. Aber ich kann das Maybe abhalten. Ja, meint, die gehen nicht ein. Wir kaufen nach dem Item jetzt kurz End. Hätten wir den rushen oder was ist der Ping gerade? Rush it? Boah, ich meine, die Idee ist nicht schlecht, aber ich glaube, das hat nicht funktioniert. Der Lee guckt schon. Kann ich nicht einfach Botlane durchpushen? Die hat keinen Sinn, das gebaut. Und der Graves ist ein One-Hit. Was hält mich auf? Du kannst den Solo machen. Kann ich? Ohne Smiler dann? Also, wie war absolut bescheuert. Wäre absolut bescheuert. Ja, die Idee mit der Sandy war gut, ne? Ich meine, wenn mein Team jetzt auch noch gewinnt. Wait, die sollen ja noch viel kriegen, oder? GG. Ach, dieser Champion. Ich weiß nicht, ob ich queuen sollte, weil der kriegt dann Aggro. Ja! Ich weiß nicht, das Game ist einfach gewonnen. Oh! Hey, Graves! Graves da oben sieht echt juicy aus, oder? Ja. Es ist so blöd. Es ist so blöd für die Gegner, ne? Das ist einfach so blöd für die. Yeast Elevator. Oh, das ist so blöd für die. Das ist so blöd. Ich bekomme einfach randomly einen Triple Kill und das Game ist einfach direkt over. Nee, das gibt mir selbst so ein bisschen Schmerzen. Einfach nur für die. So, als letztes Item gehen wir wahrscheinlich GA, oder? Falls es dazu noch kommt. Aber wir sollten auf jeden Fall den Dragon verändern. Okay, ja, ich glaube, wir haben keinen Bock mehr. Also ganz ehrlich, verständlicherweise. Verständlicherweise haben sie keinen Bock mehr. Blade? Es muss schlitzen. Okay. Also ich glaube, ich schlitze schon. Also, ich glaube, ich schlitze schon echt ziemlich gut sogar. Mein Gott, was sollen wir machen? Wir gehen richtig schlitzen. Wir gehen richtig hart schlitzen. Ujo. Ich muss nicht mal flashen, ne? Wie viele Outtakes ich auf Fenster. Oh nein, die haben Kalista ult! Ich hätte Kalista probieren sollen zu queuen. Fuck. ja, Dragon kommt bald ab, ne? Das ist besser. Ich gehe schon GA. Ich glaube, es mattert nicht, dass sie Infernal haben. Ich glaube, glaubt ihr, wenn die keine Kalista-Ult haben,
Kill ich beide noch? Ja, oder? Randuins? Ja, Randuins wäre schon smart, ja. Ja, ich denke auch, weil da kriege ich halt mein. Da kriege ich halt Healing. Ich habe alle Resets. Ich denke auch, ja. Aber das hätte ich gern gesehen. Also, ich glaube, das war schon. Also, wenn ich davon ausgehe, dass ich Kalista keine Ult habe, glaube ich, war es einfacher, den Nautilus da erstmal zu killen, ne? Weil dann ist es wahrscheinlich easier mit dem Reset. Ich habe in 5 Sekunden TP. Ich hätte wahrscheinlich auch das Tenacity-Dings holen sollen und nicht das Damage, den Damage-Bot. Okay, der Dragon ist gone, wir pushen Botlane. Weil ich glaube, ich brauche keinen Schaden mehr. Einfach Tenacity gehen und dann können sie mich nicht aufhalten. Ach, oh boy. Ah, okay, er hat noch Sonyas, ne? Das ist actually richtig gut, was er macht. I'm so sorry, enemy team. Hey, mein Quadro! I'm so sorry. Oh no, ich weiß nicht, irgendwie tut mir das einfach leid. Die Orianna hat so eine gute Laning Phase gespielt, hat mich einfach komplett auf allen Levels outplayed und ich krieg einfach so bescheuert randomly hier einen Triple Kill und gewinn das Game. I mean... GG. Fühlt sich irgendwie uncool an. Für die Gegner. Ich hatte Spaß. Was ein schlechtes Champ-Design. Ja, ich würde schon sagen, das war nicht das, also das ist nicht das beste Design, das man hier haben kann, ja. Ja. I would agree. Aber so, jetzt brauchen wir nur noch Kindred spielen. Dann haben wir alle Champions dreimal gespielt.